Willkommen auf der Insel Sylt. Wir sind heute hier mit Sehat und zwar zum sogenannten CNG-Workshop. Das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht. Und die Idee ist folgende. Wir wollen uns anschauen, wie hat sich eigentlich der CNG-Markt so entwickelt. Vor allem, wie hat sich das Tankstellennetz entwickelt. Und ganz wichtig, Sehat hat jetzt neuerdings auch den Sehat Arona als TGI-Modell. Das heißt, als erdgasangetriebenes Fahrzeug in der Flotte. Was es sonst noch Neues zum Thema Erdgas und Sehat gibt und vor allen Dingen, wie sich der Arona fährt, das schauen wir uns jetzt an. Für den Sehat Arona gibt es aktuell Benzinmotoren mit Leistung zwischen 95 bis rauf auf 150 PS. Außerdem steht noch ein 1,6 Liter Diesel zur Wahl, der leistet 95 PS. Uns interessiert heute aber eher der Erdgasantrieb und da reden wir beim Arona über einen Dreizylinder 1 Liter Motor, der leistet 90 PS und liefert maximal 160 Newtonmeter Drehmoment. Wichtig zu wissen ist beim Arona, der hat einen Gastank an Bord und der fasst maximal 13,8 Kilogramm CNG, also Erdgas. Und liefert somit eine Reichweite von rund 360 Kilometern. Außerdem gibt es an Bord noch einen Benzintank mit 9 Litern. Und mit diesen beiden Kraftstoffen zusammen kann der Arona über 500 Kilometer weit fahren. Der 1 Liter Dreizylinder-Motor hier im Sehat Arona TGI, der macht im Grunde genommen einen guten Job. Klar ist, mit 90 PS an Bord ist das hier kein Sportwagen, aber für das alltägliche Autofahren reichen die 90 PS vollkommen aus und mit diesem 6-Gang-Handschaltgetriebe an Bord lässt sich der Wagen wirklich vernünftig bewegen. Ein bisschen ungewohnt ist das Geräusch des Dreizylindermotors, das gilt aber nicht im Speziellen für den Erdgasantrieb, das gilt grundsätzlich für Dreizylindermotoren. Wenn man die ein bisschen mehr dreht, dann kriegen die so ein Brüllen, so ein leichtes Brummen. Ich finde das Geräusch ganz spannend, aber wie gesagt, ist etwas anders als beim Vierzylinder. Ansonsten läuft der Wagen wirklich ordentlich. Wo man tatsächlich merkt, dass man einen kleinen, nicht so starken Motor an Bord hat, das ist in dem Moment, wo man beschleunigen will, zum Beispiel um auf der Landstraße mal zu überholen. Wenn ich jetzt hier bei 80 runterschalte von 6 auf 5 und trete voll durch, da passiert nicht wirklich was. Da muss ich tatsächlich in den vierten Gang gehen, um so bei 3.500 bis 4.000 Umdrehungen zu sein. Erst dann beschleunigt der Wagen akzeptabel. Aber das ist eben der Preis, den ich zahle, wenn ich bereit bin, einen kleineren und damit sparsameren Motor im Fahrzeug zu haben. Im Grunde genommen kann man den Arona mit Erdgasantrieb von seinen Brüdern und Schwestern überhaupt nicht unterscheiden. Der einzige echte Hingucker ist das Typenschild hier, das heißt TGI. Und das sagt ganz klar, der hier fährt mit Erdgas. Die Gastanks des Sehat Arona müssen natürlich im Fahrzeug irgendwo verbaut werden und das wirkt sich leider negativ auf den Kofferraum aus. So bietet der Sehat Arona als Erdgasfahrzeug mit aufgestellter Rückbank 282 Liter maximales Ladevolumen. Klappe ich die Rücksitze um, dann wächst das Ganze an auf 1162 Liter. Wichtig ist aber, im Vergleich zum Diesel oder Benziner sind das in beiden Sitzpositionen jeweils rund 120 Liter weniger. Die Ausstattung des Arona TGI, die unterscheidet sich im Grunde genommen überhaupt nicht von der des normalen Sehat Arona. Wir finden auch hier auf Wunsch ein digitales Cockpit. Wir finden auch hier auf Wunsch 6,5 bis 8 Zoll große Touchscreens für unser Infotainment-System. Wir haben die typischen im VW-Konzernverbund angebotenen Assistenzsysteme, entweder serienmäßig an Bord oder aber können Sie dazu konfigurieren. Natürlich ist auch bei diesem Auto immer der automatisch Notbremsassistent mit an Bord. Und auch hier gibt es natürlich auf Wunsch einen adaptiven Tempomaten. Hier gibt es eine Rückfahrkamera und hier gibt es vieles, vieles mehr. Und es funktioniert alles so, wie wir es von VW gewohnt sind. Der einzig echte Unterschied beim Sehat Arona TGI im Vergleich zu normalen Arona ist, wenn ich hier ins Cockpit schaue und ich habe die normalen Rundinstrumente verbaut, dann sehe ich hier zwei Tankanzeigen. Und das liegt daran, dass ich eben auf der linken Seite hier die Tankanzeige für den CNG-Gastank habe und auf der rechten Seite, da habe ich die Anzeige für die 9 Liter, die ich maximal in meinem Benzintank mitführen kann. So, unser Auto zeigt an, dass wir eine Restreichweite rein auf Erdgasbasis von 50 Kilometern haben. Jetzt denken wir, wir tanken doch einfach mal. Das ist ähnlich wie mit einem normalen Auto. Zapfsäule rausgezogen, aufgesetzt, los geht's. Der Unterschied hier ist, dass das Gas hier mit einem Druck von 200 Bar eingefüllt wird. Aber das hört sich nach viel an. Im Grunde genommen ist es eine ganz normale Gasbetankung und nichts, worum man sich große Sorgen machen muss, wenn die Wartung eingehalten wird. Und wichtig, es geht ähnlich schnell wie bei einem normalen Benziner oder Diesel. Der Unterschied ist jedoch, wenn ich hier den Zapfhahn angeschlossen habe, dann muss ich erst auf Start drücken, bevor der eigentliche Befüllvorgang losgeht. Es hält von alleine an, sobald der Tank komplett voll ist. Das heißt, hier muss ich mich nicht kümmern und dann kann ich den Zapfhahn wieder vom Auto lösen. Wir sehen hier gerade an der Zapfsäule einen Preis von rund 1,19 € für 1 Kilogramm Gas. Das ist aber Sylt. Der Preis für das Kilogramm Gas zum Beispiel bei mir in der Heimat liegt
bei knapp unter oder auch mal knapp über einem Euro, also meistens so 1,01 Euro oder 99 Cent. Unser Gastank, der fasst 13,8 Kilogramm Erdgas und jetzt sehen wir gerade mal, wie viel wir nachtanken müssen. Beinahe, wie gesagt, Restreichweite von rund 50 Kilometern. Ich nehme an, gleich sollte es vorbei sein. So, das war's. Stutzen wieder vom Auto und Betankung beendet. So, neben mir ist jetzt Johannes Fleck, verantwortlich bei SEAT für das Thema alternative Antriebe. Johannes, ihr habt ja jetzt den SEAT Arona mitgebracht als Tigi, also Erdgasantrieb. Wie wichtig ist das für euch, ein SUV zu haben, das mit Erdgas fährt? Es ist ganz entscheidend, weil kompakte SUVs sind natürlich das Wachstumssegment im Markt. Und deswegen sind wir da sehr, sehr froh und stolz, dass wir da ein Angebot haben. Also erstes 10G-SUV, SEAT Arona, ist auch eine Ansage. Gibt es denn bei euch jetzt zum Thema CNG, ich sag mal, so einen Masterplan? Ist das, was wo ihr sagt, da verfolgen wir wirklich ein Ziel, da wollen wir was Besonderes auf die Beine stellen? Ich sag mal so, der Masterplan ist ganz einfach. Wir möchten damit nachhaltig erfolgreich sein, dass wir langfristig eben auch eine Alternative bieten. Weil im Endeffekt, es gibt viele Optionen für die Zukunft, was Antriebe anbelangt. Und CNG ist eine davon. Und deswegen möchten wir eben langfristig daran arbeiten, dass wir hier noch eine Alternative anbieten können. So einfach ist es. Wenn wir bei euch über die Modellpalette sprechen, also ich weiß jetzt, ihr habt den Arona jetzt neu, ihr habt den Leon mit Erdgas, ihr habt den Ibiza mit Erdgas. Was steht da noch im Plan? Kommt da jetzt auch ein Tarraco als Erdgasfahrzeug? Also bei den Plänen sind wir im Moment erstmal, denke ich, ganz gut aufgestellt. Wichtig ist natürlich jetzt, dass wir auch, sagen wir, erfolgreich verkaufen. Deswegen haben wir ja hier einiges an Aktivitäten, schicke neue Modelle und alles weitere wird die Zukunft dann zeigen. Wenn wir das Thema Verkaufen sprechen, da habe ich noch eine Frage. Und zwar habt ihr gestern was gesagt von der Gleichpreisstrategie. Was steckt dahinter? Auch ganz simpel, weil wir haben sowieso die Aufpreise gesenkt für jetzt mit den jetzigen Modellen. Das heißt, wir haben das Angebot verbessert und den Preis gesenkt. Also ich denke, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber wir setzen da noch einen drauf. Und zwar haben wir gesagt, um das Thema wirklich auch beim Kunden richtig anzubringen, haben wir für die Einführungsphase jetzt eine sogenannte Gleichpreisstrategie. Das heißt, das Auto kostet dann genauso viel wie der entsprechende Benziner. Ich habe mir für meine Testfahrten hier auf Sylt ganz bewusst den Arona mit Erdgasantrieb ausgesucht. Denn seitdem SEAT das Fahrzeug letztes Jahr auf dem Pariser Autosalon als Arona TGI vorgestellt hat, hatte ich noch keine Gelegenheit, den Wagen zu fahren. Aber auch beim SEAT Leon hat sich zum Thema Erdgasantrieb einiges verändert. Für den SEAT Leon gibt es nun auch einen 1,5 Liter Erdgasantrieb mit 96 kW bzw. 130 PS. Der als Fünftürer oder Kombi erhältliche Leon TGI soll weniger als 4 Kilogramm CNG je 100 Kilometer verbrauchen. Mit einem vollen 17,3 Kilogramm fassenden CNG-Tank und zusätzlichen 9 Litern Superbenzin an Bord bietet er so eine Gesamtreichweite von bis zu 600 Kilometern. Die ausgewählten Materialien und die Verarbeitung hier am Arona TGI, die sind genau wie im normalen SEAT Arona, wie ich finde, für die Klasse wirklich ordentlich. Natürlich haben wir hier viel Kunststoff verbaut, ist aber in dieser Fahrzeugklasse nicht ungewöhnlich. Da wir die FR-Ausstattung fahren, also eine der hohen Ausstattungen, finden wir hier aber auch schöne Lederoptiken und schöne Ziernähte, haben Sportsitze im Auto und damit doch, wie ich finde, ein sehr angenehmes Umfeld. Zum Thema Platz im Fahrzeug. Der Arona, der bietet auch für große Menschen wie mich mit fast 2 Metern vorne richtig schön Platz. Ich habe hier noch Kopffreiheit über. Ich sitze mit meinem Sitz nicht ganz hinten und sitze wirklich bequem. Kann auch das Lenkrad so einstellen, wie ich es haben möchte. Und hinter mir wird es ein bisschen enger. Aber wenn vorne ein normal großer Erwachsener sitzt, passt dahinter auch ein normal großer Erwachsener. Und das finde ich für so ein kleines SUV dann doch sehr ordentlich. Hier auf der Insel Sylt, da ist für gewöhnlich immer ein bisschen mehr Wind als an vielen anderen Plätzen der Republik. Und das merkt man hier im Arona schon, denn wir reden hier von einem relativ schmalen und relativ hohen Fahrzeug, das zudem auch noch leicht ist. Und bei den Böen, die wir hier auf der Insel erleben, da muss man dann hier und da doch noch ein bisschen nachkorrigieren. Das ist nichts Schlimmes, aber das ist eben dann der Nachteil, wenn man ein kleines, leichtes SUV fährt. Neben mir ist jetzt Birgit Maria Wöber von GibGas, meine Expertin quasi, wenn es ums Thema Erdgas und Erdgasfahrzeuge geht. Birgit, ich habe eine Frage. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, dass Erdgas auch wieder auf dem Vormarsch ist, dass was passieren soll, dass wir knapp 1000 Tankstellen in Deutschland haben und waren ja alle so ein bisschen euphorisch. Jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich gerade gehört habe, na, jetzt sind es nur noch 850. Was ist denn da passiert?
Im Moment findet im Markt eine Konsolidierung statt. Das heißt, Tankstellenstandorte werden überprüft. Ganz schlecht laufende Tankstellen werden teilweise geschlossen. Betriebshoftankstellen werden zu Markentankstellen ausgebaut, damit die Standortverbesserung. Und im Moment ist es, was spannend ist, es findet praktisch diese Konsolidierung statt. Wir konnten den Bestand bei 850 halten. Im Moment ist es so, dass einige Standorte im Bau sind, zum Beispiel in Hamburg, in München, in Stuttgart. Es wird im Moment kunden- und bedarfsgerecht ausgebaut. Das heißt, man baut nicht mehr einfach so eine Tankstelle, sondern man guckt, wo sind denn eigentlich die Kunden und baut sie dorthin, weil das macht mehr Sinn. Und es kommen neue Tankstellenstandorte und es gibt jetzt noch auch Möglichkeiten zusätzlich. Die Biomethanbranche, die Biogasbranche überlegt sich sozusagen von der Vermarktung EEG auf Direktvermarktung Kraftstoff umzustellen. Und das Thema LNG im Schwerlastverkehr bringt uns wahrscheinlich auch noch ein paar neue Standorte. Wir sind uns da sicher, dass das sozusagen nach einer Phase der Konsolidierung wieder aufwärts geht. Wir hatten letztes Jahr darüber gesprochen, das war auch so ein Thema, Total steigt jetzt ein in den großen Markt. Richtig passiert ist, glaube ich, bis gestern nichts. Bis heute, genauer gesagt, ja. Daran kann man auch mal erkennen, wie lange es tatsächlich dauert von der Planung auf dem Brett und der Entscheidung, wir bauen dort einen Standort auf, bis tatsächlich die Tankstelle in Betrieb geht. Es sind jetzt ein Jahr und ein Monat und heute geht sie, so wie es gut aussieht, wenn der TÜV nickt und alles in Ordnung ist, geht sie heute sozusagen die erste öffentliche Tankstelle von Total in Betrieb. Jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage zum Thema CNG. Du machst ja wirklich Werbung für das Thema, du bist ja wirklich sehr aktiv und sagst ja, CNG ist praktisch, ich sag mal, die Zukunft, aber ist auch schon jetzt verfügbar, ist heute da. Kannst du mir so die wichtigsten Vorteile von dem Kraftstoff sagen? Ja, der Kraftstoff ist ja Methan, die Grundlage, Kohlenwasserstoff. Und da ist erstens nichts drin. Das heißt, wo nichts drin ist, kann auch nichts verbrennen, entstehen keine Emissionen oder zumindest sehr, sehr wenige. Wir haben fast keinen Ruß, fast keinen Feinstaub, fast keine Stickoxide. Und mit fossilem Methan sind wir schon bei ungefähr 20% CO2-Reduktion. Ganz stark im Kommen in Deutschland ist aktuell das Thema Biomethan im Kraftstoff. Aus Stroh zum Beispiel ist ein Hauptstoff, haben wir verfügbar, gibt es jede Menge, können wir auch viel Kraftstoff produzieren. Und da können wir diesen Anteil im CNG, im fossilen CNG steigern, ohne Probleme. Das Fahrzeug braucht auch keine technischen Veränderungen. Und je höher der Bioanteil ist, desto höher sind die CO2-Reduktionen. Und es gibt inzwischen von den 850, das ist eine sehr positive Entwicklung, ca. 140 Tankstellen, die 100% Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen herstellen. Und das ist eine gute Entwicklung, macht unterm Strich 90% CO2-Reduktion. Und aktuell haben wir im Gesamtabsatz CNG ca. 20% Biomethan im Netz. Wenn wir über das Thema CNG, also Erdgasfahrzeuge sprechen und wir sprechen über den Kraftstoff selber, ich glaube, die Leute verstehen nicht, wie gut dieser Kraftstoff ist. Wenn wir jetzt sagen, wir setzen ihn mal ins Verhältnis zu normalem Benzin oder Diesel, wie sieht das aus mit dem, sag mal, Wirkungsgrad Energiegehalten? Der Energiegehalt ist der höchste bei CNG. Also wir liegen sogar deutlich noch über Diesel. Das ist ein Premium-Kraftstoff mit 130 Oktan. Der kann unglaublich viel. Je mehr Power im Kraftstoff ist, desto weniger ist der Verbrauch, desto weniger sind die Kosten und desto weniger sind die Emissionen. Das ist eine ganz einfache Formel. Und das Produkt ist erklärungsbedürftig. Also viele sagen Erdgas. Bei dem Begriff Erdgas, das ist immer fossil, kommt eigentlich nicht so recht raus, was er eigentlich kann. Und Erdgas, CNG ist mehr wie Erdgas. Wir können inzwischen Biomethan, habe ich gerade erklärt, erneuerbar herstellen. Wir können aber auch durch das Power-to-Gas-Verfahren Methan synthetisch herstellen. Das heißt, wir haben letztendlich CNG, einen fossilen und drei erneuerbare Energieträger, nämlich Biomethan, Power-to-Gas und 2% Wasserstoff können wir nämlich auch noch im Kraftstoff fahren. Geht alles im Moment übers Leitungsnetz an die CNG-Tankstelle. Und das ist so ein bisschen erklärungsbedürftig, sehr umfangreich. Und das ist auch so ein bisschen das Handicap. Den Stecker steckt man schnell in die Steckdose, versteht jeder, und bei CNG hängt einfach mehr hinten dran. Preisumrechnung an der Tankstelle ist auch so ein Thema. Immer heißt es, ist so teuer, aber dort steht der Kilogrammpreis. Und ein Kilogramm CNG sind 1,5 Liter Superbenzin umgerechnet, und dann kann man eigentlich nicht erkennen, wie günstig der Kraftstoff ist. Faktisch tanken wir zwischen 70 und 80 Cent pro Liter umgerechnet. Und bei den Fahrzeugen hier von Seat, da ist das so ein Tankvorgang, sind wir so zwischen 16 und 18 Euro einmal voll tanken dabei. Das ist schon eine spannende Geschichte. Wenn man sich den Arona so von außen anschaut, mit der leicht erhöhten Bodenfreiheit und dem doch etwas robusteren Look des Fahrzeugs, dann könnte man schnell auf die Idee kommen, ach, das ist ja ein SUV, damit kann ich Offroad fahren.
Sollte man sich hier aber nochmal überlegen, denn den Arona gibt es tatsächlich nur mit Frontantrieb. Wenn ich mir die Verbrauchswerte unseres Fahrzeugs anschaue hier auf der Insel Sylt, wo wir nicht besonders schnell fahren können, im Vergleich zu den angegebenen Werten, dann sind wir doch ein ganzes Stück weit weg. Während unserer Fahrt hier haben wir so einen Durchschnittsverbrauch so 5,4, 5,5 Kilogramm auf 100 Kilometer. Angegeben wird der Arona TGI von Seat aber mit 3,5 Kilogramm. Und sicherlich, wir sind deutlich drüber, aber ich finde, wenn man davon ausgeht, dass so ein Kilogramm Erdgas 1 Euro kostet, dann bin ich immer noch mit unter 6 Euro auf 100 Kilometer sehr preiswert unterwegs. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns werden diverse Erdgasfahrzeuge angeboten. Hierzu gehören unter anderem der neue Skoda Scala 1,0 G-Tech oder der Golf TGI. Doch schaut man sich den gesamten Markt an, dann findet man nur sehr wenige Hersteller, die aktuell PKWs mit CNG-Antrieb offerieren. Das war meine erste Probefahrt im neuen Seat Arona TGI. Und was mich hier beim Erdgasantrieb tatsächlich überzeugt hat, das ist der Preis pro 100 gefahrene Kilometer. Denn wir haben am Ende unserer Probefahrt mit etwas ruhigerem Gasfuß den Verbrauch tatsächlich gedrückt auf ganz knapp über 5 Kilogramm. Und das heißt, im Grunde genommen fahre ich 100 Kilometer für rund 5 Euro. Und das ohne auf was zu verzichten, denn der Wagen bietet die gleiche Ausstattung wie der normale Benziner oder Diesel. Und ganz wichtig in dem Fall, der Wagen fährt sich genauso wie der 1 Liter Benzinmotor im Seat Arona. Das heißt, ich verpasse überhaupt nichts. Der große Bonus hier beim Auto ist aber, ich bin nicht nur sehr sparsam und günstig unterwegs, sondern dank Erdgasantrieb habe ich auch deutlich weniger Emissionen.